Schon die täglichen Nachrichten über die verheerenden Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe hier in dieser Region übersteigen unsere Vorstellungskraft. Wer aber in die verzweifelten Gesichter der Menschen hier, wer die von Erschöpfung gezeichneten Gesichter der Einsatzkräfte sieht, der kann mindestens erahnen, welches Leid die Menschen hier in dieser Region ertragen. Hier in den betroffenen Regionen in Nordrhein-Westfalen und natürlich auch ebenso im Nachbarland Rheinland-Pfalz. Wir haben Menschen getroffen, die vieles verloren haben. Viele haben alles verloren, was sie sich ihr Leben lang aufgebaut haben. Hab und Gut, ihr Heim, ihr Dach über dem Kopf. Wir sehen Ortschaften, wir sehen Gemeinden, die von Verwüstung, von Zerstörung gezeichnet sind. Vieles ist verloren und nicht leicht wiederherstellbar. Aber der größte Verlust, den haben diejenigen zu tragen, die Angehörige verloren haben in den Fluten. Wir trauern mit denen, die ihre Freunde, Bekannten, Familienangehörige verloren haben. Ihr Schicksal zerreißt uns das Herz. Es ist eine Zeit der Not und in der Not steht unser Land zusammen. Ich bin sehr froh darüber, dass nicht nur hier aus der Region, sondern aus ganz Deutschland Zeichen der Anteilnahme, des Mitgefühls, der Solidarität signalisiert werden. Und ich finde es sehr gut, dass die Länder und der Bund sehr frühzeitig signalisiert haben, dass denjenigen, die vieles verloren haben, die große Verluste erlitten haben, dass ihnen Hilfe zuteil werden soll. Und diese Hilfe, die zugesagt ist, soll auch gelten für die Gemeinden, die in den nächsten Tagen und Wochen nicht nur aufzuräumen haben, sondern die vieles wiederherzustellen haben. Straßen, die kaputt sind, Brücken, die verloren gegangen sind. Und deshalb ist es gut, dass solche Unterstützung zugesagt ist. Ich freue mich ebenso darüber, dass wir heute viel Gelegenheit gehabt haben, mit Einsatzkräften zu reden. Einsatzkräfte, die hier vor Ort, egal ob von den Feuerwehren, von der DLRG, vom Roten Kreuz, vom THW und vielen, vielen anderen Organisationen, dass viele von ihnen bis zur Erschöpfung und jenseits davon gearbeitet haben und wie wir eben gehört haben, bereit sind, hier zu bleiben, ihren Einsatz fortzusetzen. Ich danke ebenso neben den Einsatzkräften auch den manchmal vergessenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltungen, die die Einsatzleitung und viel Koordination, damit Einsatzkräfte überhaupt zum Einsatz kommen vor Ort, geschultert haben. Das ist nicht nur viel Arbeit, das ist vor allen Dingen viel Verantwortung, weil der Bedarf und der Ruf nach Hilfe aus allen Teilen der Region natürlich groß und drängend ist. Mein wirklich tief empfundener Dank, den ich, glaube ich, im Namen aller Deutschen hier ausrichten kann. Wir sind heute am vierten Tag des Hochwassers in der Region. Das Wasser geht zurück, aber möglicherweise wird erst in den nächsten Tagen sichtbar werden, welche Schäden bleiben. Möglicherweise wird erst in Wochen geklärt werden können, wie groß die Schäden sind, die zu ersetzen sein werden. Vielleicht erst zu einer Zeit, in der das Hochwasser, die Katastrophe, die Tragödie, die viele Menschen hier erlebt haben, schon gar nicht mehr die Titelseiten der deutschen Tageszeitungen bestimmen.
Ich sage das, weil die Menschen hier darauf vertrauen, dass die Solidarität, die signalisiert wird, auch weiterhin besteht. Auch wenn die Headlines der deutschen Tageszeitungen von der Hochwasserkatastrophe nicht mehr dominiert werden. Denn der Schaden ist groß, die Aufräumarbeiten werden dauern und die Unterstützungsbereitschaft, sie muss anhalten. Im Großen wie im Kleinen. Und jeder kann etwas tun. Sie alle wissen, Spendenkonten sind eingerichtet worden und wer will, kann sie über die Tageszeitungen erfahren. Jeder kann seinen Teil dazu beitragen, dass ein wenig von der Not der Menschen hier in den betroffenen Regionen gelindert wird. Wir dürfen nicht vergessen, vielen Menschen hier in den Regionen ist nichts geblieben außer ihrer Hoffnung. Und diese Hoffnung dürfen wir nicht enttäuschen.